Hallo Leute, Saints Zero wieder hier mit seinem neuen Super Nintendo Projekt. Ist wieder ein Projekt, was ich als kleines Kind mal gespielt habe. Was ist kleines Kind? Wie alt war ich? 12 oder so? Ist auch schon ewig her. Allerdings auch wieder nur bei besagtem Freund und ich habe es auch nie durchgespielt. Ich kenne einen Teil vom Anfang, ich kenne einen Teil von der Mitte und ich glaube, ich habe einen Teil vom Ende mal gesehen. Aber was genau, das weiß ich alles nicht mehr. Und ich hoffe, das wird sich jetzt dann zeigen. Was wir spielen, erfahrt ihr jetzt dann gleich. Meister. Aaron, ich möchte dich etwas fragen. Ja, Herr? Werden wir die Welt beherrschen? Welch Frage. Wir sind die Herrscher. Doch warum fragst du, Herr? Die Zeit der Entscheidung naht. Du meinst, das Lufia-Schwert erklingt? Wirst du gehen? Jawohl, Herr. Hui, und da schon teleportiert sich etwas durch die Gegend. Also, einige von euch werden es jetzt wahrscheinlich schon lange erkannt haben. Wir spielen nichts Geringeres als Lufia 2. Ein Rollenspiel, was für den Super Nintendo entschieden ist. Es ist ein klassisches Japano-Rollenspiel, knuddelig, mit Echtzeit-Strategiekämpfen, rollenspieltypisch. Und es ist eins meiner Lieblingsspiele, weil ich die Story und die unterschiedlichen Charaktere, die man im Laufe der Zeit erlebt, wirklich gerne habe. Hier steht zwar jetzt Lufia 1, weil es das Lufia ist, was, glaube ich, als erstes in Deutschland erschienen ist. Aber laut der offiziellen Zählung ist es das zweite. Und wir drücken mal Start. Oh, wunderbar. Wir nehmen den hier. Nein, wir heißen nicht Maxim. Wie mache ich Maxim weg? Ah, so mache ich Maxim weg. Okay. Bisschen wenig Buchstaben, ja, okay, probieren wir mal. Nennen wir uns jetzt Zane oder Zanes? Wir nennen uns Zanes. Fertig. Und da laufen wir. Tiffa, bist du hier? Sei gegrüßt, Zanes. Wie war die Jagd? Ganz gut, ich habe 6 Blobs erledigt. Mal sehen, das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia, das sind 6 Blobs. Das macht genau 180 Goldmünzen. Du hast recht, Saints. Doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Das stimmt, es wird von Tag zu Tag mehr. Ich frage mich, woran das liegt. Sollte da nicht ein Fragezeichen stehen? Ich weiß es nicht. Es ist beängstigend, oh mein Gott, haben wir Angst. Eigentlich sollte ich mich glücklich schätzen, schließlich bin ich Dämonenjäger, hey, hey, hey. Wow, 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 wir sind Dämonenjäger, krass. Saints, hast du eigentlich jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Was denn für einen? Genau, was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja, wie wäre es mit... Pornodarsteller? Ladenbesitzer? Nee. Zum Beispiel? Ich und Ladenbesitzer, den ganzen Tag im Laden rumstehen? Niemals. Oh, du bist aber ein Trampel. Ich glaube, die steht auf dich. Ah, er begreift nicht, worauf ich hinaus will. Denk, denk, denk. Hast du was gesagt, Tia? Vergiss es. Hier sind deine Goldmünzen. Hat er mir jetzt eine geklebt? Yeah, move! Wir moven! Wir gehen hinterher. Hallo? Ah, jetzt.
Saints, bitte pass auf dich auf. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, Shopping! Wir haben 120 Kilo. Was macht Kraftwasser? Füllt die Krampfpunkte wieder auf. Altvergiftung. Flucht. Bumerang. Moment. Wo ist denn rückgängig? Genau da. Okay. Haben wir irgendwas, was meine Attacke steigert? Ja, ein Degen. Nehmen wir mit. Die Steuerung. Jetzt muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen. Dann verkaufen wir doch mal das Obstmesser. Kriegen wir noch eine hübsche Rüstung? Ein Tablett. Ja, nee. Dann nehmen wir noch 3 Kraftwasser mit und sind fast bankrott. Umso schöner. Hey! Taya! Hallo! Warum kommt Tia eigentlich mit jedem klar, nur mit dir nicht? Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach zu cool. Ich konnte Tia bis hierher schreien hören. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Wofür denn? Ich hab doch nichts getan. Alter Mann. Alter Mann. Alte Männer geben Aufträge. Saints! Bald schon werde ich dir die Mysterien der Höhlen offenbaren. Ja, bald schon ist wahrscheinlich nicht jetzt, okay? Yo, was geht? Hey Saints, was macht die Dämonenjagd? Seid jetzt alles Idioten, die mit mir reden. Denkst du, die Dämonen ihre... Was? Dass die Dämonen ihre Präsenz in die Höhlen nach Tarika verstärkt haben? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Bin ich Gott? Die Stadt erscheint so friedlich. Jo. Es liegt vielleicht auch an der Chiptune-Musik hier, ich weiß es nicht. Ja gut. Raus hier. Ich halte es nicht aus. Alter Mann! Hallo! Sei gegrüßt, Saints! Nun ist die Zeit gekommen, dass ich dir die Mysterien der Höhlen offenbare. Offenbart werden, scheißegal. Ich erwarte dich in der Höhle im Süden. Danke, alter Mann. Süden ist unten. Moment. Diese Musik ist so geil. Ach, ich stehe so auf Chiptune manchmal. Ja, okay, genug. Oh, ich kann, da hau ich zu. Ach, hier ist Tutorial. Das hat aber gedauert. In dieser Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Ja, sorry, ich musste die Musik hören. Zunächst musst du dich mit dem Bewegungsmuster Monster vertraut machen. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Aha, also nur keine Panik, wenn sie sehr nah bei dir sind. Ja, das ist eine der großen Besonderheiten von Lufia. Meine Gegner sehe ich und ich komme nur in den Kampf, wenn ich sie berühre, aber ich kann ihnen versuchen auszuweichen, weil sie immer dann einen Schritt tun, wenn ich einen Schritt tue. Na, da kommt ja ganz zufällig, oh, zufällig, ein Blob vorbei. Zeig mir, was du kannst. Hihi. Ach, muss ich den Blob hauen? Ach so. Den machen wir fertig. Easy going, easy going. Das ist unser Saints. Blob haut er weg wie nichts. Aber immer schön auf der Hut sein. Manche Monster sind flotte Flitzer. Lass dich nie von ihnen einkreisen. Sie können unangenehm werden. Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken, dann handeln. Das mache ich doch sowieso immer, oder? Ja, auf geht's in den nächsten Raum. Hey! Blob! Der Nächste, den ich umhaue. Wir probieren das Ringmenü aus. Er erscheint, wenn du Select drückst. Wähle mit dem Steuerkreuz. Bis jetzt besitzt du nur den Pfeil, aber das wird sich bald ändern. Hihi! Wenn du mit dem Y-Knopf einen Pfeil auf den Gegner schießt, erstarrt er vorübergehend. Wie sagt man doch? Monster, die starr sind, beißen nicht oder so. Erstarrte Gegner kannst du berühren, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Die Gegenstände aus dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Zahl zur Verfügung. Mit bla 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 bla. Moment, Ringmenü hier. Yo. Passt. Das ist wahrscheinlich nicht die Y-Taste gewesen. Ah, das ist sie.
Hihi. Auf ewig wirst du sterben. Ist egal. Komm her. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Ah, es gefällt mir jetzt schon. Es ist unglaublich. Ja, Junge, ich hab's geschafft. Ja, halt doch die Schnauze. Lass mich da rein. Tja, siehst du nicht gut. Sieht nicht gut aus mit der Brücke. Doch wenn du den Schalter berührst, ist sie wieder intakt. Hey! Leider ist der Schalter da drüben. Pech gehabt. Hiermit ist dieses nette Spiel leider beendet. Schade. Na gut. Sehen Sie, verabschiedet sich. War ein nettes Spiel, wir sind durch. Das war Let's Play Lufia in einem Part durch. Hey, oh nee, hihi, war doch nur ein kleiner Scherz. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, um den Schalter umzulegen. Probier doch einfach mal deine Pfeile aus. Boah, der ist schon ein ganz gewieftes Kerlchen. Jo, passt. Tür. Noch eine Tür. Alter? Ah, da ist alter Mann. Hihi, die Tür scheint verschlossen zu sein. Kannst du sie öffnen? Oben links ist ein kleines Schalterchen zu sehen. Stell dich einfach mal drauf. Lass mich raten, ich muss die Säule draufschieben. Hihi. Das war fast zu einfach. Ah, zu weit. Ah, Idiot. Oh no. Oh, zerstört. Okay. Oh, ich krieg was? Ein Zauber! Yeah! Das ist der Ursprungszauber. Das Problem ist, es gibt sehr, sehr viele, teilweise auch komplizierte Schieberätsel in diesem Spiel. Und mit diesem Zauber stelle ich den Raum wieder in seinen Ursprung her. Das bedeutet, alles, was ich verschoben habe, wieder dahin, wo er hingehört. Damit ich im Zweifelsfall, wenn ich irgendwas in der Ecke geschoben habe, weil ich kann nicht ziehen, es wieder von vorne anfangen kann. Er ist ziemlich nützlich und man braucht ihn wahrscheinlich auch öfter. Yeah, ich darf darüber springen. Sorry, aber ein paar von den Anweisungen muss ich jetzt nicht vorlesen. Das ist ja total lächerlich. Gib mir was zum Töten. Ah, da ist ein Dingsy. Die nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Wenn du keinen Hinweis oder ähnliches findest, ist das Besiegen aller Monster immer ein Weg. Ja, jo, dann hier. Hi. Gekrittet. So, plopp. Du bist der Nächste. Oh, zwei. Da muss ich ja fast schon hier so. Ne? Aua. Boah, der mit zwei abgezogen. Was ihr jetzt seht, ist wunderschön. Meine KP, meine Kraftpunkte oder Kampfpunkte, was auch immer es sein soll, ist meine Lebensenergie praktisch. Und ganz unten, die ZP, ist meine Zornpunkte. Wenn ich getroffen werde, füllt sich meine Zornleiste auf und ich kann später super tolle Special-Attacken mit Zorn benutzen. Ähnlich wie Limit Breaks in Final Fantasy. Yeah! Level up! Saints wurde aufgestuft. Maximal KP steigt um 11. Maximal MP steigt um 4. Stärke steigt um 7. Beweglichkeit um 3. Int um 1. Was auch immer MGA ist um 4. Saints nächstes Level mit 33 Erfahrungspunkten. 19 Goldmünzen. Yeah! Wir sind Level 2. Saints, der große Held, der alle retten wird. Juhu! What the hell? Ah. Mit dem B-Knopf schwingst du dein Schwert. Es ist gerade dazu. Ja, ich mäh. Ja, ist ja gut. Mähen wir. Oh, wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht. Ich sehe gerade auf meiner wunderbaren Uhr. Ja, bla bla bla. Ich kann die hochwerfen und ablegen. Ja, es ist schon gut. Gut. Hier machen wir das nächste Mal weiter, weil die Folge schon so weit vorangeschritten ist, dass ich gar keine Zeit mehr habe, noch so vieles zu machen und zu erzählen, was ich erzählen will. Also, danke fürs Reinschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Saint Zero verabschiedet sich mit seinem ersten Part von Lufia.